Da sollen nun in wenigen Stunden zwei Kapuzinerprovinzen, ein bayerische und eine rheinisch-westfälische, zu einer einzigen deutschen Provinz vereinigt werden. Schön, gut.
Doch das ereignete sich nicht einfach so ohne weiteres, so eben von jetzt auf gleich, von gestern auf heute, so völlig bedenkenlos. Haben doch beide Provinzen ihr je eigenes Profil, ihre eigenen Gesichter, ihre je eigenen Typen, ihre eigene Geschichte mit ihren je ganz eigenen bis eigenwilligen Traditionen. Das ist zunächst ein großer Reichtum, gewachsen aus der Berufung und dem Charisma jedes einzelnen Bruders der jeweiligen Provinz durch die Jahrhunderte hindurch. Und das gespeist oder besser gesagt getränkt aus einer Quelle, die uns schon immer gemeinsam war und heute noch ist und hoffentlich auch bleiben wird, seien wir uns dessen doch bitte sicher. Als das Ganze begann, als ein Zusammengehen als notwendig und am Ende gar als unausweichlich erschien, da wurden bei dem einen oder anderen durchaus Gefühle eigener Art wach, die er dann so oder so zeigte. Zum Beispiel Zuversicht. Gott hat uns bisher geführt, er wird uns auch weiterhin führen. Oder Lässigkeit ist ja noch ganz lange bis dahin. Oder auch Bedenken, wie soll denn das gehen? Oder auch echter Zweifel, ob das wohl der richtige Weg sein kann? Und bei dem einen oder anderen durchaus echte Angst und Sorge. Verlieren wir dabei? Ob da überhaupt alle mitgehen? Sollen wir das Risiko denn wagen? Oder auch Neugierde und Interesse. Gemeinsam schaffen wir das und wir werden dabei gewinnen. Legende erzählt, was Clara Franziskus Lied, als sie sich begegnen wollten, doch zunächst auf heftige Widerstände stießen. Als sie an den verabredeten Ort im Tal kamen, war der Fluss, der zwischen ihnen war, so hoch, dass sie das strömende Wasser wohl fortgerissen hätte,
hätten sie es gewagt, den Fluss zu durchqueren. Franziskus wollte schon Clara vorschlagen, dass sie sich an einem anderen Tag treffen. Aber da schlug Clara Franziskus vor, lasst uns beide doch dem Fluss folgen, bis wir zur Quelle kommen. Dann können wir ohne Gefahren den Fluss überqueren. So manches Hindernis hört schlicht und einfach auf zu sein, je mehr man sich der Quelle nähert. Verlassen und sind ihr nachgefolgt. Und im
Matthäus' Text steht noch hinzu, ja, und was werden wir dafür bekommen? Die Antwort Jesu haben wir gehört. Das Hundertfache an Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder. Was heißt das? Das Hundertfache an Beziehungen. Das Hundertfache wie ein Netz von neuen Beziehungen, die aufgehen. Nicht Güter, auch Güter, aber vor allem Menschen. Menschen, die mit euch unterwegs sind. Menschen, die von euch angesprochen werden. Aber es gibt eine Voraussetzung, alles aufzugeben, sich auf Jesus einzulassen und mit ihm durch die Welt ziehen. Ist man nicht bereit, etwas, vieles aufzugeben, dann geht diese neue Welt nicht auf. Meine Brüder, bei der Zusammenlegung zweier Provinzen muss man auch einiges, vieles aufgeben. Am Anfang beim Bußakt wurde bereits einiges davon erwähnt. Jede Provinz gibt ihre Autonomie auf. Jede Provinz hat bisher für sich gesorgt, war selbstständig und das gibt sie jetzt auf. Jede Provinz hatte eine eigene Prägung, eine eigene Kultur, eine eigene Art des Umganges. Ich meine, das werden wir wahrscheinlich nicht von heute auf morgen ablegen können, aber wir wollen uns aufeinander aufeinander zugehen. Und da heißt es wirklich, einiges aufzugeben, einiges zu verlassen. Und die Frage wird dieselbe Frage sein wie die des Petrus. Ja, und was? Was erhalten wir dafür? Die Antwort scheint mir ganz einfach zu sein. Neue Brüder. Ja, neue Brüder, um mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein und mit ihnen die Zukunft zu gestalten und mit ihnen unser Charisma lebendig zu erhalten. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Stellt euch vor, zwei junge Buben, so 4,5-jährig, die spielen miteinander Formel 1. Also Formel 1, das heißt Ferrari oder McLaren, Sauber, all wie die Großen heißen. Und stellt euch vor, einige Jahre zuvor, als der Schumi der Beste war. Jetzt einer der Buben sagt zum anderen, ich bin der Schumi und du stehst an der Boxen, wenn ich vorbeikomme, dann werden die Reifen gewechselt, ich brauche wieder Benzin und so geht's los. Dann geht's los, ja, ganz schnell. Dann hält er wieder an, Reifen wechseln, Benzin, Gas geben, wir los. Nach einiger Zeit sagt der Bube, der da an der Boxe wartet, ich gehe jetzt nach Haus. Es ist langweilig. Nun, jetzt wird sich entscheiden, was der andere tut. Könnt ihm sagen, na gut, dann geh nach Haus. Aber er könnte auch ganz anders handeln und sagen, du, wir tauschen die Rollen. Und wenn die Rollen getauscht werden, wenn er auf diese Rolle verzichten kann, dann zeigt sich was ganz Wichtiges in der Entwicklung dieses Buben. Die Gegenwart des anderen
ist ihm wichtiger als seine Rolle. Ich hoffe, meine Brüder, dass es für uns genau so ist. Neue Brüder zu haben, ist uns wichtiger als unsere Autonomie und jegliche Eigenart, die uns bisher geprägt hat. Neue Brüder. Nun, ein letztes Wort. Mit welcher Haltung, also sicher mit einer Haltung der Offenheit, aber auch, wie Franziskus jeweils sagt, wenn er von den Tugenden spricht, dann spricht er nie von einer Tugend allein. Jede Tugend hat eine eigene Schwester, sind Schwesterpaare. Die Liebe hat die Weisheit als Schwester, die Demut die Geduld und auch die Armut hat eine Schwester. Und man braucht arm zu werden, einiges zu verlassen, wenn man sich auf den anderen einlässt. Franziskus hat mal geschrieben in der 27. Admonitio, ich zitiere ihn zuerst auf Lateinisch, viele werden es wohl verstehen. Ubi paupertas cum letitia, ibi nec cupiditas nec avaritia. Also, wo Armut mit Freude ist, das ist die Schwester. Da ist weder Habsucht noch Geiz. Denn es ist tatsächlich so, ich kann arm sein und doch alles begehren, alles Mögliche. Ich kann arm sein und nicht bereit sein, ein Glas Wasser mit meinem Bruder zu teilen. Armut mit Freude. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, liebe Brüder, diesen Schritt bei allen Bedenken, die auch heute Morgen erwähnt wurden, dass es uns gelingt, diesen Schritt mit Freude zu tun, im Wissen, dass uns neue Brüder geschenkt werden. Amen.